Es ist ein Tag vor Geburtstag und Disneyland-Time und ich bin gerade noch am Rumrennen wie eine Verrückte und versuche rauszufinden, was für Klamotten ich anziehe. Hier hinten dran seht ihr meinen Kleiderschrank. Und es wird natürlich ziemlich warm werden. Deswegen bin ich jetzt am Überlegen, was ich anziehe. Aber ihr werdet meine Outfits auf jeden Fall sehen, entweder auf Instagram oder hier im Video. Ich freue mich auf morgen und let's pack und dann fahren wir morgen los. Komm, wir gehen mal zu dir da. An deinem Geburtstag. So. 2-4, 2-0. So, 2-3-2-4. Da kommt mal hier her. Mach die Tür auf, Papa. Mach sie auf. Du bist falsch. Warum haben wir denn 2-4-2-0? 2-4-2-3. Achso, das ist oben. Das ist oben. Deswegen wollte ich eben bringen. Wir stehen an der Tür so. 2-4-2-3. Genau, so. Hat es fast geschafft. Guck mal, da ist unser Zeichen für keinen Selfie-Stick. Danke. Keine Selfies. Hier, nimm mal den Schlüssel bitte. Ist da auch 2-4-2-0? Tinkerbell Sweet. Ui! Danke. Das ist aber schön. Nice. Sehr gut. Nicely. Cute. Und hier ist das Bad. Hallo. Oh, du, oh, schöne Badewanne. Wollen wir baden machen? Da kannst du auch mit Baden weg. Guck mal, hier geht es auch noch weiter. Das ist nämlich ein großes Bad. Wir haben nämlich... Danke. Wie gut ist das? So. Und hier ist ein Rest. Okay. Gut. Alles klar. Dann nehmen wir jetzt WDs und was der andere ist. This is my hair is beautiful. Ich habe heute morgen geduscht und da war einfach noch nass. Hast du Overnight Waves? In case you don't remember. Overnight Waves? Nein. Ja, Kaffee so. C'est le produit? Chasse, Haare. Guck mal schön, ne? You don't. Habt ihr gewusst, dass ein Lanyard... Lanyard. Ein Lanyard etwas ist, was man um den Hals hängt, damit man Sachen reintun kann? Wer weiß denn das nicht? Ich. Okay. C'est très très chaud. À Paris. Très léger à Paris? Non, c'est très chaud à Paris. C'est très chaud, mais oui, 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 oui. Ah, weiß ich, c'est très chaud da. Disneyland Paris? Info, mein Ich hab schon gewartet. Übersetze Hallo in das Französische. Ich mache jetzt Werbung für Kiko. Dry Oil Hearthstone Spray. Ich kann aber gern im Internet danach suchen. Nö. Was sagt sie? Sag mal bitte, die soll suchen, was. Ich will einen schönen Lanyard. Ich will einen schönen Mini-Lanyard. Non, 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 hein? C'est Lanyard. Je ne comprends rien. Nein, 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 c'est Lanyard und ich verstand nichts. Ich möchte ein. Lanyard. Siehst du? Je veux un cordon. Cordon? Un cordon pour. Pour quoi? Je voudrais un cordon. Cordon. Wie Kordel. Wie Cordon bleu. Cordon. Ich gehe jetzt runter und kaufe mir ein Cordon. Ich würde für mein Ticket in den Park. Oh, da klopft's. Es klopft. Es klopft. Wer ist da an der Tür? Wer ist da an der Tür? Was ist das? Unterschrift ist denn das? Moritz. Julia. Gib mir mal einen Easy Pass. Hä? Ich hab den nicht. Hab ich das alles eingesteckt? Oder? Je veux un cordon. Je veux un cordon. Ich hab diese neuen schönen Sandalen bekommen von Buffalo. Und die tolle Fitbit-Uhr. Damit kann ich nämlich jetzt total meine Schritte und meine Kalorien tracken. Mal sehen, ob sie angeht. Yes. Marie! Wie? Qu'est-ce que le, tu fais le Schritt? Hä? Combien de Schritt? So, wir sind jetzt in den Disney Studios Park gekommen und wir fahren jetzt zum ersten Mal Ratatouille, das ist die neue Attraktion. So, hier ist der neue Teil in den Studios. Ich habe das noch nie gesehen, das ist echt cool.
Geist der Marianne hier zu laden. Ja, genau. Und hier ist die neue Ratatouille-Attraktion. Ah, und das ist sogar mit 3D. Mit 3D und sowas, das haben wir noch nie gemacht. Und ich bin sehr, sehr gespannt, mal wieder was Neues. Disneyland. Cool de Rémi. Oui. So, wir sind jetzt mit dem Ratatouille-Ride fertig und es war so cool. Wir sind es zum ersten Mal gefahren. Was sagt ihr zu dem Ride? Mega awesome! Was fandet ihr am besten? Alles, dass man ein 4D-Erlebnis hat. Ein 4D-Erlebnis und es macht echt mega viel Spaß. Ja, aber darfst du nicht verraten. Oh. Ja, voll cool gemacht. Das ist so eine ganz neue Technik mit so 3D-Brillen und mit tausend verschiedenen, mit irgendwie tausend verschiedenen so Techniken. Das ist voll cool. Aber wir fahren jetzt Rock'n'Roller Coaster mit Aerosmith. Guck mal, der Julia, ihre Ohren, die leuchten voll. Im Sonnenlicht. Die hat's halt recht. Die kann. Ich glaube, das Video ist der Hammer, also von der Qualität. Wäre aber zu lang, Leute. Oder? 45 Minuten Wartezeit bei Crush Coaster. Das ist kein Selfie. Das ist ein Video. Unsere Kräfte etwas für den Abend zu sparen, gehen wir es nach diesen ganzen wilden Abenteuern und Achterbahnen etwas langsamer an und genießen die schöne Landschaft im Disneyland Paris. So, ich habe mir neue Ohren gekauft. Die sind so, die passen auch super zu den Feierlichkeiten. Meine selber gebastelten Ohren haben irgendwie nicht so gut gehalten, deswegen habe ich jetzt diese hier. Und ich habe sogar ein Birthday Badge bekommen, weil ich Geburtstag habe. Jetzt müssen wir alle gratulieren. Das war mein Publikum. Wir gehen jetzt zurück aufs Zimmer und ziehen uns um, weil wir gehen dann Abendessen und dann natürlich noch Geburtstagsfeuerwerk angucken. Juhu! Achtung, und jetzt kommt nämlich der Schied. Mein Geburtstagsoutfit heute ist so ein bisschen cheeky. Und zwar habe ich mein Bra-Nest, mein kleines Harness-Dings an. Was hat die Julia an? Erklär. Ein Stück. Ein Stück? Ja, und dann habe ich mir heute extra neue Ohren gekauft. Und zwar Geburtstagsohren. Julia hat auch schöne Glitzer. Und pinke Lippen. Und es ist arg durchsichtig auf der Kamera. Egal, wir gehen jetzt mal Feuerwerk angucken. Speedboxen. Wir sind die Ohrencrew natürlich. Wir gehen jetzt zum Abendessen. Das ist da unten. Da unten ist schon der Papa. Und wir machen jetzt ein Birthday Dinner mit Feuerwerk. Mit Kinder. Mit was? Mit Kinder. Kinder? Dinner mit Kinder. Oh lala, hier ist das leckere Foodie.
Wir sind jetzt hier bei meinem Geburtstagsdinner und guck mal, was für schöne Sachen mein Papa und meine Familie gemacht haben. Oh, erstens mal total schöner Ausblick. Ich finde, so schön ist nicht, aber schon ganz schön. Und dann hat mein Papi so einen ganz, ganz tollen Blumenstrauß organisiert. Mit Happy Birthday und Champagner und Essen. Oh, look at you! Oh, look at you! Pablo's lady, too. Oui, c'est le produit! Oh, c'est le produit! Oh, c'est le produit! Hello! Hello! Thank you! Hey, du bist in meinem Bild. Papa. Unsere Ohren blinken da ganz schön. Oh, wie schön. Mach nichts. Lauf weg. Yes. Okay. So weiter vorgehen. Was?